XXL-EM-Abonnenten-Challenge. Heute haben wir 9 Nationen dabei und wir werden herausfinden, wer heute Europameister wird. Seid ihr ready? Ja! 9 Länder treten gegeneinander an. In jeder Challenge werden mehrere Teams rausfliegen, bis am Ende ein Europameister feststeht. Wir fangen an mit Elfmeterschießen, wo 2 Teams, die nicht treffen, rausfliegen werden. Boah, sicher, sicher. Portugal ist schon mal eine Runde weiter hier, ne? Boah, Deutschland auch sicher, sicher. Spanien. Boah, die sind alle zu gut, die können alle gut schießen. Italien ist jetzt dran. Italien, Bella Italia. Nope. Oh. Ihr seid noch nicht komplett raus, je nachdem, wer noch verschießt, ja? Darf ich? Ja, du darfst. Oh! Oh, holy. Boah. Welches Land warst denn du überhaupt? Frankreich. Frankreich, boah, ihr habt wirklich geistkrank geschossen. Boah. Team England, ne? Ja, Belgien muss auch noch, Belgien. 3 Teams haben schon verschossen, das heißt, es geht ins Stechen. Der kleine Mann hat mir meine Schulter wieder gebrochen, aber egal, Hauptsache gehalten. Okay, Belgien muss jetzt auch abliefern, ne? Welcher Spieler bist du? Romelu Lukaku? Ja. Okay, perfekt. Also jetzt muss der jeweils andere von eurem Team schießen. 2 werden jetzt rausfliegen von 3. Und wenn alle verschießen, bis in ein Jahr? Jimmy, du bist jetzt dran, ne? Du musst jetzt gleich schießen, ne? Du musst jetzt Österreich hier retten, ne? Vor dem Ausscheiden, ne? Bist du ready dafür? Kollege, die Kamera ist hinter dir. Bam! Okay, der Kollege ist so nervös, der will, glaube ich, nicht reden. Oh! Österreich trifft auch nicht im zweiten Versuch. Leute, wollt ihr nicht weiter hier ins Halbfinale einziehen? Der nächste bitte. Bella Italia. Bella Italia. Italien trifft. Bist du ready? Hast du schon eine Ecke ausgesucht? Nee. Wenn du jetzt triffst, bist du auch, noch drinnen, ne? Deswegen musst du jetzt treffen. Viel Glück. Jimmy. Bist du bereit, Jimmy Kane? Ja, Jimmy. Oh, was für eine Parade. Schade, Jimmy. Es tut mir leid, es hat Spaß gemacht. Der war doch Argentinien, Mann. Ah, Argentinien, Lionel Messi. Ah, unbezwingbarer Keeper heute hier, ne? Ey, Jimmy, du musst halt ins Tor, ne? Besser, ne? Lieber nicht schießen, lieber Torwart sein. Muss ich hin? Jetzt bald ist du kannst wieder nach Hause, nach England. Apropos, Freunde, der Sommer steht kurz vor der Tür. Das heißt, unsere legendären Fußballcamps in diesem Sommer an 4 verschiedenen Standorten stehen auch kurz bevor. Deswegen checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Beschreibung ab. Da könnt ihr euch auf jeden Fall anmelden. Unter anderem lernt ihr da, wie man richtig Fußball spielt mit Fußballprofis, als auch wir sind vor Ort und nehmen mit euch gemeinsam auch vielleicht Sachen auf, wo ihr was gewinnen könnt. Ey. Challenges, Fotos, Autogramme. Der Holzi labert immer viel, wenn der Tag lang ist. Aber natürlich. Erster Link in der Bio. Checkt die Camps ab, vielleicht sind wir auch in eurer Nähe. Der Jimmy ist leider mit England schon früh rausgeflogen. Haben wir auch nicht so erwartet, aber kannst du einmal die neue Challenge erklären, die nächste No Bounce, wie das geht? Also No Bounce geht so, man muss von anderen Weiten ins Tor schießen, ohne dass der Ball vor der Linie auf den Boden tutscht. Ja, weil sonst... Super erklärt. Das hast du super abgelesen. Also wirklich, im Erklären ist England wirklich die 1. Jimmy, 4x4? 16. Wow! Ah! Portugal fängt wieder an. Portugal, schon los? Du darfst. Kannst du anfangen. Ja, sicher, sicher. Sicher. Damian, letzte Wort für Deutschland? Ah, okay, danke. Bist du links? Ja. Bist du Musiala? Ja, Musiala ist Rechtsfuß, aber gut. Sané. Damian Sané. Oh, Junge. Wäre der Torwart gewesen, hätte durch und durch geschossen, Alter. Ja, bist du? Ja, ich mach Spanien. Hey. Sicher. Rein. Spanien ist gut. Der war so über dem Boden, so richtig so. Wär der Rasen nicht frisch gemäht, dann hätte es verkackt. Wow, das ist eine unglaubliche Qualität hier. Hier, der Gewinner vom letzten Mal übrigens. Wie gefällt dir die PS5? Ist okay. Da muss man ein bisschen mehr. Hast du gestohlen? Ich glaube, der hat die verkauft. Wow. Okay, sicher. Dann gehen wir zur zweiten Distanz. Letzter noch! Achso, du bist noch? Belgien! Belgien muss noch! Belgien muss noch! Belgien muss noch! Boah, an seiner Stelle hätte ich ja nichts gesagt, so, ne? Aber okay, er möchte noch mal zeigen. Hey, Julian,
Okay, zweite Distanz, einmal hier vom Elfer. Christian Ronaldo. Oh, er macht es euch vor, wie es geht. Als nächstes Deutschland. Deutschland. Sehr gut. Ich bin für Deutschland, deswegen, ich muss ein bisschen supporten. Spanien, sicher. Oh, Italien hat damit Probleme. Kollege, muss einmal zur Seite. Gesicht entfernen. Frankreich! Frankreich choked bei dieser EM so krass. Und damit sind sie auch ausgeschieden. So gut wie. Ey, wenn du jetzt triffst, ist Frankreich raus. Du vergisst das diesmal auch nicht, Kollege. Die Schweiz choked auch, Alter. Das heißt Belgien. Romelu Lukaku höchstpersönlich kann die Beine jetzt raushauen. Nein, wenn er trifft. Wenn er trifft. Dann. Aber wenn er nicht trifft. Frankreich und Schweiz. Ein Top die Geheimfavoriten hier bei der zweiten Distanz. Oder, ey, wir haben acht Distanzen habe. Aufgebaut. Keiner hat damit rechnet, dass Frankreich und Schweiz kein No-Bounce können. Weißt du, warum du rausgeflogen bist? Weil du gesagt hast, ja, PS5 geht und so, ne? Mhm. Mhm. Hätte lieber gesagt. Ja, wollt ihr noch was sagen? Ihr seid leider raus, meine Freunde. Ja, Juli. Ja, so wie sie. Egal. Nächste EM kommt, in 4 Jahren seid ihr nochmal dabei. Ne? Mach's gut. Deutschland ist noch drin. Ja, Deutschland. Okay. Jetzt ich bin 0,0 parteiisch, aber wir gehen jetzt in die nächste Challenge. Jetzt gehen wir wirklich in die EM-Challenge. Wir spielen eine Mini-WM, aber heute ist es eine EM in Zweierteams. Seid ihr ready? Ja! Deutschland muss carryen. Ich will was sehen von Deutschland hier. Wir machen weiter mit der EM. Let's go. 2 Tore zum Weiterkommen. Boah, der haut den erst mal 3 Kilometer rein. Den Ball haben wir geschafft. Oh, Portugal! Oh! Bam! Oh, stark! Ah, genau so. Boah, der ist für mich! Portugal! Und wieder ist es Lukaku, der da trifft. Wow! Ja, Jimmy! Scheiße. Oh, Portugal! Portugal! Oh. Ronaldo mit dem 1-0 für Portugal. Stark! Stark, Ronny! Alle, wieder! Deutschland! Nami für Deutschland! Jetzt gleich für Deutschland! Was passiert hier? Komm, Deutschland! Belgien! Oh. Belgien will nicht weiterkommen. Belgien vergibt extra. Portugal. Oh. Da kennen sie nichts. Jeder will Europameister werden. Oh, Vorlage. Oh, mein Gott. Oh, Italien kombiniert sich hier super. Und das ist der Abschluss. Das ist der Abschluss. Der reicht aber nicht. Portugal. Oh, Portugal ist das. Kevin de Bruyne auf Kevin de Bruyne 2.0. Auch nochmal ein Lebenszeichen von Deutschland. Deutschland mit dem Abschluss. Sehr gut, Jimmy. Bis jetzt sehr gutes Spiel von Belgien und Portugal. Belgien. Bam. Oh, Deutschland. Für Deutschland, Damian. Damian ist stabil. Komm, da haben wir wieder hoch. Töte die anderen. Oh, grün. Spanien auch mit dem ersten Treffer. Deutschland nicht auf Zeit spielen. Deutschland hat einen Ball getroffen. Italien, die dreckigen Abschnauber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ronaldo. Sehr stark. Portugal sind die Ersten, die weiter sind. Deutschland. Ja, sehr gut, Damian. Nope. Hey, Jimmy, hey, what's up? Can you make my body rock? Hoffe, hey, Jesus. Oh.
Belgien mit dem absoluten Great Play. Sehr stark, Belgien ist weiter. Wird Deutschland ein Tor machen. Deutschland, okay, jetzt mal ausspielen. Toni, Toni Kroos auf den Leroy Sané. Komm Deutschland, komm Italia. Jetzt yes, Damian. Der schießt. Der schießt. Und Morata macht es. Und jetzt geht's nur noch um Italien und Deutschland. Und boing. Gari! Weltklasse. Deutschland aufstehen, aufwachen. Mach ihn fest, mach ihn fest. Oh, Italien. Italien kommt noch mal. Oh! Das ist es. Oh, Jimmy! Jimmy hält Deutschland hier drin! Jimmy, wach sein, Jimmy! Ja, ja Damian! Mach er nicht! Ja, Damian! Bitte, Mann! Ihr seid zu zweit, ne? Deutschland! Bam! Ja. Deutschland gibt an! Deutschland gibt an! Halt alles rein! Oh mein Gott, was passiert hier? Oh nein. Ey, Deutschland hat alles gegeben, aber ist leider raus. Italien hat das schön gemacht, Alter. GG. Wahrscheinlich ist Deutschland eh schon raus aus der EM, wenn dieses Video kommt. Im eigenen Land verloren, das ist immer ein Debakel. Wir gehen ins epische Halbfinale. Wir haben hier im Kreis 4 Tore aufgebaut. Man hat 2 Leben. Wenn man 2 Tore kassiert, ist man raus. Wir verabschieden uns jetzt hier von 2 Mannschaften und dann geht's ins Finale. Auf die Plätze, fertig, los. Oh, 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 oh. Der Portugal ist dabei. Nope. Oh, und schießt den Kameramann an. Wow! Spanien kassiert das erste Tor. Spanien, ihr habt Ball jetzt. Oh. Blitz-K.O. Alter, Spanien wurde rasiert, Alter. Vamos a la playa. Spanien ist direkt raus, hat 30 Sekunden oder so gedauert. Geisteskrank. Auf die Plätze, fertig, los. Oh. Was macht der Barella? Barello. Pass doch mal deine Creme, Kollege. Passe, passe, der Ball. Ja. Oh. Spanien ist schon draußen. Oh, falsches Tor, falsches Tor. Weiter geht's. Alle, alle. Alle, jo. Alle, jö. Der hört nicht auf dich, kannst du noch dreimal sagen. Die Kante dabei. Bam. Oh, okay. Gehalten. Sehr gut, sehr gut. Und weiter geht's. 4x4. Alle geht's 16. 6. Genau. Italia. Spiel doch mal deinem Kameraden, Alter. Junge, Junge, das ist ja anders, Alter. Ja, guck mal, jetzt läuft's direkt. Italien hat den Ball. Italien. Oh, oh. Ja, Eigentor. Jetzt macht das Eigentor. Gefährlich. Portugal. Oh, Hand! Ein Leben raus. Ein Leben weg für Italien. Italien, man kennt die. Die spielen immer dreckig. Ihr habt nur noch ein Leben, Italien. Wenn ihr jetzt Eigentor macht, Ehrenmann. Oh, nein. Ja, nein. Ja, nein. Hier willst du den Ball haben? Ja, komm hier. Nein, komm. Weiter geht's. Feuerwehr! Okay. Ein Mann! Ein Team muss noch rausfliegen. Komm den Barello. Boah, oh, hast du überragend gesehen! Nimm direkt auf! Ja, gut, halt Portugal hat den Ball. Portugal hat den Ball. Nicht immer alle Bälle hier rein. Ja! Nein! Nein! Da habt ihr einmal geschlafen. Ihr habt so gut gespielt bis hierhin, Jungs. Ey, seid ihr nicht mit die Jüngsten? Ja. Und fast im Finale gekommen, ne? Stark gespielt, Jungs. Das ist euer Applaus hier. Euer Applaus. Und jetzt gehen wir ins epische Finale. Wer hätte es gedacht? Cristiano Ronaldo steht mal wieder im Finale. Portugal gegen Italien. Erstmal muss ich Italien die Schuhe zumachen.
Und wenn ihr auch vom Holzi die Schuhe zugemacht bekommen wollt, kommt in unser Sommercamp. Link in der Bio, meldet euch an. Da machen wir auch so geile Challenges und vielleicht kann man da auch mal was gewinnen, so, ne? Wir sind im EM-Finale. Team Portugal gegen Team Italien. Jeder hat natürlich ein Tor jetzt hier. Das ist das Endspiel, Leute. Bis drei. Wer als erstes drei Tore schießt, hat gewonnen und kann auch mit einem schönen Preis nach Hause gehen. Wie zum Teufel hat sich Italien hier reingesneakt? Wie habt ihr das gemacht? Einmal ins Mikro reden. Ist halt Italien. Ja. Und habt ihr noch was zu sagen? Eure Tipps jetzt in die Kommentare. Wer wird es machen? Portugal oder Italien? Auf die Plätze! Fertig! Los! Oh! Nope. Oh. Oh. Das ist direkt den Pfosten. Und hinter den Pfosten! Oh, oh mein Gott! Portugal! Ey, Italien, kommt erstmal runter, ne? Erstmal ein Spaghetti. Ey, der Typ ist wirklich Ronaldo, Alter. Wow! Das ist Ronaldo, Alter. Wo kommt der her? Aus Portugal wahrscheinlich. Nein! Nein! Torwart! Portugal! Ja! Nein! Portugal! Oh, alle! Oh, Italien, ganz schwach da hinten beim Rausspielen. Zwei Padder schon kassiert. Oh! Ronaldo macht alles! Jawohl! Für die Pasta! Boah! Selbst Portugal ist defensiv so stark und offensiv! Oh mein Gott! Wieder Portugal! Komm, ich will einen Übersteiger sehen! Komm, Ronaldo! Komm, Ronaldo! Mach mich stolz! Oh, oh mein Gott! Oh, 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 oh. Ey! Jedes Tor ist jedes Tor. Was weißt du nicht eigentlich? Du bist England, Junge! GG, Alter. Ey, das war wirklich starkes Match. Italien, sehr gute Vizemeister. Wow. Aber Italien, ihr wart auch natürlich krass. Ihr wart mit dabei, weißt du? Was war mit diesem Typ los? Drei Panner. Alter, konnten nicht alle gewinnen, aber nochmal einen Applaus für alle Teilnehmer und insbesondere für Portugal. Ich heiße Imam. Wird jetzt hier die Trophäe überreicht. Wir haben leider keinen Pokal für euch. Leider keinen EM-Pokal bekommen. Aber wir haben was anderes für euch. Was ähnliches. Zweimal eine Nintendo Switch für Portugal. Ein Applaus. Wir hoffen, ihr habt noch keine. Dankeschön. Ich hab eine. Ja, du hast aber auch verloren. Und einmal Jubel in die Kamera. Jubel.